Wenn wir heute über optionale Staukästen am Auflieger berichten, so scheint das Thema auf den ersten Blick nicht sehr ergiebig, ist doch der Informationsbedarf bei den meisten Kästen eher knapp bemessen. Dennoch, sie sind unverzichtbar. Was soll ich sagen? In einer Werkzeugkiste findet sich nicht selten Werkzeug. Oder aber die Steckschuhe vom Multiblockbalken. Und es wird auch wenig Menschen überraschen, dass in einen Wassertank Trinkwasser gefüllt werden kann. Der Tank fasst 50 Liter von was auch immer und ist für Fahrer geeignet, die nicht jedes Wochenende zur Heimatspedition zurückkehren können. Zu dem Stirnwanddepot in unserem Profiliner ist allerdings schon etwas mehr zu berichten. Es ist ausschließlich von innen zugänglich, dessen Inhalt also auch ein Stück weit Diebstahl geschützt und wird häufig als Option des Paperliners geordert zur Aufnahme der Yoloda-Roller und der Yoloda-Keile. Den erforderlichen Platz findet das Depot analog zur Kühlmaschine beim Coolliner im Bereich des vorderen Durchschwenkradius von 2040 mm. Die Werkzeugkiste für den gehobenen Anspruch montieren wir im Ersatzradkorb. Sie wird dort lediglich angepratzt, kann also auch leicht nachgerüstet werden und misst 1080 x 450 mm bei 960 mm Tiefe. Der dazu passende Ladebox-Einsatz hat zwei Schubwannen und Kunststoffbehälter für reichlich Spanngurte und Ratschen, Anti-Rutschmatten und Kantenschoner. Palettenkästen gibt es in den verschiedensten Größen für 12 bis 36 Paletten. Die größeren Kästen bieten dann auch Platz für eine Siesta. Meine Kollegen meinten allerdings, dass die Palettenkiste zur Aufnahme von Sackware nicht geeignet sei. Sei es drum, Krone bietet rund um das Chassis jede Menge Stauraum für welche Objekte auch immer.